Zum RC3. Wir wünschen euch viel Spaß in den nächsten 4 Tagen. Und als erstes möchte sich die Chaoszone selbst in Chaoszone TV vorstellen. Und das machen der Big Alex, der Honky und der Nilo. Viel Spaß mit denen. So, herzlich willkommen zur Eröffnung der Chaoszone auf dem diesjährigen RC3 und den hoffentlich einzigen RC3. Ihr habt ja alle schon das Opening gesehen und mitbekommen, was so los ist und aus euren Höhlen geschaut. Und ja, was soll ich sagen, als wir uns in Leipzig verabschiedet haben vom Kongress und so nochmal durch die Hallen geschlendert sind, hat sich wahrscheinlich keiner vorgestellt, was so die nächsten Monate auf ihn zukommt. Trotzdem, here we are. Wir sind remote, wir sind online, haben alle gute Laune, wir freuen uns alle auf den Kongress. Und hiermit möchten wir die Chaoszone ganz, ganz herzlich eröffnen. Vielleicht noch ganz kurz für alle, die neu zugeschaltet sind, was das Ganze soll, was die Chaoszone überhaupt ist. Die Chaoszone ist der Verbund, die Vereinigung, das Zusammenarbeiten von ostdeutschen, aber nicht ausschließlich ostdeutschen Hackspaces. Also sowas wie in Chaos West, nur noch viel, viel besser. Und es sind ganz viele Spaces beteiligt und arbeiten mit und haben auch im Vorfeld viel beigetragen, damit auch aus der virtuellen Chaoszone ein schöner Event wird. Also zu uns gehören unter anderem, bitte verzeiht mir, wenn ich einige vergesse, nur die, die sich eingetragen haben, die erwähnt werden wollen im Opening Talk, das Eigenbau-Kombinat Halle. Herzlich willkommen, der CCCP Potsdam, der Hackerspace at the End of the Universe im Vogtland, Chaos Chemnitz, die Dezentrale in Leipzig, das Z-Labor in Zwickau, der C3D2 in Dresden ist natürlich auch dabei, der Crowdspace Jena, der Beitspeicher Erfurt, Weimar, Gera und viele, viele andere kleinere und größere Hackspaces haben hier dazu beigetragen, dass das hier was Schickes wird. Und was macht die Chaoszone? Wir können leider nicht vor Ort sein, wir können kein Chump Slushy machen, wir können keine Mateflaschen in die Halle schmuggeln, wir können kein Desk Information Desk betreiben und dergleichen, aber wir haben trotzdem ein tolles Programm mit vielen, vielen Programmpunkten, die euch Nilo und Honky gleich vorstellen werden. Und unser Haupthighlight ist, die Zone hat einen eigenen Fernsehsender. Und dazu wird euch Nilo gleich sagen, was bei Chaoszone TV euch alles in den nächsten Tagen erwartet. Nilo. Ja, hallo auch von mir an alle, die zugucken an den Geräten zu Hause. Ich bin der Zuständige für die Chaoszone TV. Das heißt, bei mir im Arbeitszimmer ist quasi das TV-Studio aufgebaut und hier läuft alles zusammen, was dann am Ende zu unserem Stream wird. Wir haben in unserem Programm, was ihr auf im Schedule findet, haben wir 19 Vorträge. Davon haben wir 4 aus dem Hauptprogramm. Also es ist so, dass das Hauptprogramm RC1 und RC2 wird nicht gesondert produziert an irgendeinem Ort, sondern das ist aufgeteilt auf die ganzen Kanäle und Studios. Weswegen das bei uns auch so ist, dass wenn wir einen Vortrag aus dem Hauptprogramm produzieren, der auch zeitgleich bei uns im Stream läuft. Die Vorträge aus dem Hauptprogramm werden natürlich auch übersetzt und bekommen Subtitles, einige von uns vielleicht auch. Genau. Ursprünglich hatten wir geplant, eine physische Bühne im Eigenbaukombinat zu haben bei uns in Halle. Das hat dann aus Corona-Gründen natürlich leider nicht funktioniert, sodass wir jetzt das alles komplett remote machen. Aber wie man sieht, funktioniert es einigermaßen. Genau. Ja. Damit gebe ich mal zurück an Big Alex. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung ins Chaoszone TV.
Und wir werden viele, viele interessante Streams haben. Ich will nicht zu viel spoilern. Ihr könnt aber selber einfach schon in den Fahrplan gucken. Also einige sehr, sehr schöne Vorträge sind bei uns gelandet. Aber außer dem Chaos Zone TV haben wir natürlich noch andere Programm-Highlights und interessante Projekte, in die viele Menschen viel, viel Zeit im Vorfeld reingesteckt haben. Und einer, der ganz, ganz viel Zeit reingesteckt hat, wo ich mich frage, ob es überhaupt noch ein Privatleben gibt, drumherum dieses Menschen und wie das seine Mitmenschen, die ihn lieben und sehr verehren, so alle aushalten, ist Honky. Und Honky wird euch einen kleinen Überblick geben über die Highlights, die wir heute so und die nächsten Tage im Programm haben. Und ja, bitte Honky. Vorab schon mal Verzeihung an alle Projekte, die ich jetzt vergessen habe oder vergessen werden habe. Wir werden auf jeden Fall den Geburtstag von Hardware for Future feiern, nämlich Hardware for Future, was viel auch bei uns in Leipzig passiert. Dafür werden auch Live-DJs auf einer hidden, dezentrale Partybühne stattfinden und ihr werdet die wahrscheinlich sehr, sehr schwer nur finden, aber viel Glück dabei. Wir haben außerdem Live-Musik im EBK in Halle, das werden zwei DJs machen. Dann haben wir mindestens zwei DJs. Wir haben die Radiosendung und Podcast zusammengesammelt, die in der Chaoszone stattfinden. Das sind doch einige. Deswegen seid gespannt, was auch zwischen den Talks laufen wird und seid nicht verwundert, dass das sehr gute Podcasts sind. Wir haben verschiedenste Apps und verschiedenste Programme, die wir featuren werden. Also eins davon ist zum Beispiel Pergola, Garten-App gefördert vom Prototype Fund. Das ist im Zentralwerk angesiedelt. Da gibt auch noch andere Apps, zum Beispiel die Bienenüberwachung im Zieten-August. Und auch in Potsdam werden die Bienen mit Grafana gegraft. Das wird auch alles quasi im Workadventure stattfinden. Deswegen schaut bitte rum. Wir werden weiterhin einen Mindtest-Workshop anbieten. Und zwar am 29.12. von 10 bis 0. Das heißt, wenn ihr Menschen habt, die gerne Mindtest spielen, dann schickt die doch bitte zu unserem Mindtest for Kids Space. Mindtest for Kids.net. Und habt da teil, es werden sich Pädagogen auch quasi um das gute Wohl der Personen, die das spielen, kümmern und damit sind eure Personen in guten Händen. Weiterhin haben wir eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr große Work-Adventure-Map gebaut, die wohl hoffentlich bald auch online geht. Wir haben alles vorbereitet, wir stehen in den Startlöchern, wir haben die Cyberware wieder untergebracht. Wer die Cyberware nicht kennt, die findet immer auf den Kongressen statt und wird immer irgendwo stehen. Dieses Jahr steht sie in der Chaoszone und ist dort das universelle Reisemobil. Deswegen fühlt euch frei, da die verschiedenen Spaces, es sind über 10 Spaces, die ihr da euch anschauen könnt, zu erkunden und euch überraschen zu lassen. Genau, dann hätte ich jetzt was zu den Zahlen der Arbeit, die wir dort reingesteckt haben. Also seit den Datenspuren, wo wir das erste Mal mit Workadventure versucht haben, gab es 11 weitere Meetings, wo halt im Schnitt so zwischen 10 und 20 Leute waren, die dann für 2 Stunden sich dahingesetzt haben und sich beraten haben, wie wir das Ganze hier gestalten. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Wir haben 10 Karten erstellt, in die auch unzählige Stunden reingeflossen sind. Also jeder, die das mal versucht hat, das ist echt viel Aufwand und man kann sich da Abende hineinsteigern. Wir haben Anfängerkurse für Workadventure angeboten und ich habe munkeln gehört, dass die vielleicht auch nochmal während des Events stattfinden. Das heißt, wenn ihr noch nicht wisst, wie man Karten im Workadventure baut, schaut doch mal vorbei unter rc3.world und in die Swapping Tutorial, beziehungsweise auch in die Workshop Notes der letzten Workshops und vielleicht machen wir ja wie gesagt noch einen. Wir haben über 500 selbst erstellte Kacheln erstellt, also wirklich selbst gepixelt. Und da sind noch nicht so die typischen Platzsparer dabei, sondern auch Zwickau zum Beispiel ist nicht dabei, die auch nochmal 100 gemacht haben. Das ist einfach so viel Zeit da reingeflossen. Wer weiß, wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das einfach selbst 32x32 Pixel können Abende füllen. Und wir haben unendlich viel Personenstunden an Arbeit da reingesteckt. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren, an alle, die da was gemacht haben. Und ihr seid spitze, ohne euch würde das nicht gehen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank an Honky für die kurze Einführung, für die vielen Zahlen, für die vielen Arbeitsstunden, die nicht nur Honky, sondern die Nilo, die alle anderen, die Menschen aus den Spaces hier reingesteckt haben, die 1000, also es ist wirklich eine unheimliche Arbeit, diese Work Adventures zu bauen und zu pixeln und alles andere auch vorzubereiten. Und ich glaube, wir haben ja keine Möglichkeit, hier virtuellen Applaus zu spenden. Also werft auch nicht mit Stollen oder dergleichen, sondern wenn ihr Dinge zurückgeben möchtet für die viele Arbeit,
die Menschen hier reingesteckt haben. Beteiligt euch. Es sind noch Engelstunden offen. Also ihr könnt euch im Engelsystem anmelden. Und dort wird sicherlich eure Unterstützung auch sehr, sehr willkommen sein. Es gibt keinen Desinformationsdesk, also der wird keine Unterstützung brauchen, aber der Nilo freut sich auf alle Fälle noch über Unterstützung für die virtuelle Regie. Meldet euch bei Nilo, wenn ihr hier mit virtuell schneiden wollt. Das ist auch das erste Mal, dass wir alle das machen. Also wenn das alles nicht so gleich funktioniert auf Anhieb, das ist auch alles nicht so schlimm. Wir kriegen das alles am Laufen, spätestens zum Abbau. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die hier dazu beigetragen haben, die hier mitmachen, damit das alles klappt, damit wir uns wieder zusammenfinden können, damit wir nach Weihnachten und vor dem nächsten Jahr, wo wir nicht wissen, was uns erwartet, wo wir alle nur die Daumen drücken, nochmal ein bisschen Energie auftanken können, aufladen können, tolle Leute, endlich wieder normale Leute treffen können. Und ja, habt viel Spaß auf dem RC3. Wir treffen uns auf alle Fälle irgendwo in der Work Adventure Karte. Und insofern passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt den Kongress und habt viel Spaß. Vielen Dank. Tschüss.